Seite. Vor etwa 2 Stunden hat Star Stable in ihrer Instagram-Story einen kurzen Videoausschnitt rausgebracht, den man schon durchaus als Rasseteaser sehen kann. Darauf sieht man die Beine eines weißen Pferdes, was sowas ähnliches wie eine Piaffe ausführt. Ich möchte euch das Video natürlich nicht vorenthalten und blende es mal ein. Ja, wie ihr gesehen habt, ist da ein piaffierendes Pferd mit leichter Vorwärtsbewegung. Im Normalfall piaffiert ein Pferd ja eher auf der Stelle, aber hier bei Star Stable macht es das vielleicht in leichter Vorwärtsbewegung, kann ja sein. Oder es piaffiert erst auf der Stelle und geht dann nochmal leicht in die Vorwärtsbewegung, bevor es in die nächste Gangart rübergeht. Wer weiß, weil auf die Art ist es ja im echten Leben auch manchmal so. Aber auf jeden Fall ist das ja wirklich ein großer Hinweis darauf, dass uns beim nächsten Update die Lusitanos erwarten werden. Sie haben zwar noch nichts dazu geschrieben und Star Stable hat die Rasse auch noch nicht bestätigt, aber ich denke, wir können uns da schon recht sicher sein. Und da in der Videosequenz ein weißes Pferd zu sehen ist, könnte das ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass eins der ersten 3 Farben der Schimmel sein wird. Weil ich nicht denke, dass Star Stable einen Schimmel andeutet und dann, sagen wir mal, einen braunen, einen Fuchs und einen Rappen rausbringt oder so. Naja, warten wir es einfach ab. Wenn es sich wirklich um die neue Pferderasse handelt, was ja recht sicher ist, dann wird am Montag der nächste und richtig eindeutige Teaser rauskommen. Also ich muss ja echt sagen, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Klar weiß ich, was kommt, oder ich kann es mir zumindest denken, die meisten von euch ja inzwischen auch, ob gewollt oder nicht gewollt. Aber jedenfalls bin ich schon sehr auf den Teaser am Montag gespannt und freue mich schon richtig auf den nächsten Mittwoch. Ich bin schon so gespannt, wie die Pferde im Spiel aussehen und wie Star Stable die Gangarten gemacht hat. Und ich hoffe mal, wir werden da nicht enttäuscht und Star Stable hat einfach nur wieder die Gangarten von einem anderen Pferd kopiert, wie zum Beispiel die vom englischen Vollblut oder Lipizzaner, die haben ja die gleichen. Also nicht, dass ich die schlecht finde, aber die kommen eben einfach schon so oft vor. Okay, das war's jetzt aber auch erstmal. So viel war ja nicht zu sehen. Nun, ich danke euch fürs Anschauen meines Videos und ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ihr nach meinem letzten Video so gut wie alle Verständnis für meine Situation hattet. Ich habe mich wirklich sehr über eure vielen lieben Rückmeldungen gefreut und werde trotzdem versuchen, meine Datenanalysen so interessant wie möglich zu gestalten. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao!